Ladies, das ist das allererste Mal in meiner YouTube-Geschichte, dass wir gerade nicht alleine sind. Wir sind nicht unter uns, weil mein Freund ist im Raume. Sag hi. Wie viel haben wir gerade? Wir haben gerade 22.33 Uhr und wir fliegen heute Nacht um 3 Uhr irgendwas nach Sardinien und deswegen packen wir gerade ein bisschen unsere Sachen. Und übrigens, ich bin gar nicht in meinem Zimmer, weil ich bin, das ist schwer zu erklären, ich bin jetzt ja 18, da bin ich so ein bisschen auf den Gedanken gekommen, dass ich vielleicht bald alleine lebe. Und dann dachte ich mir, weil meine Oma hat so eine leerstehende Wohnung, die sie manchmal vermietet, dass ich da einfach mal mit meinem Freund gemeinsam einziehe. Und da sind wir jetzt seit 2 Tagen und gucken einfach so, wie es sich so lebt, alleine, selber einkaufen, selber essen machen und so weiter. Das ist gerade so ein bisschen unser soziales Experiment. Ich habe euch auf TikTok auch ganz viel von dieser Wohnung hier gezeigt und so. Also es ist echt ganz funny und interessant. Wir haben gerade alles fertig gepackt. Wir haben mittlerweile 23.15 Uhr. Ich habe gerade alle Wecker für morgen gestellt. Es wird eine extrem grausame und kurze Nacht. Also der erste Wecker geht um 2.40 Uhr. Das wird halt so hart wie jetzt schon nur noch 2 Stunden zum Schlafen. Guten Morgen. Wir haben ganze 2:30 Uhr, wenn es hinkommt, geschlafen. Wir sind noch ein bisschen früher aufgestanden. Und die Stimmung ist nicht angespannt. Wir sind einfach extrem, extrem müde. Und ja, aber eigentlich ist alle unsere Sachen fertig und jetzt fahren wir zu meiner Mom, weil wir fahren ja mit meiner Mom gemeinsam in den Urlaub. Und dann gehen wir zum Flughafen. Wow! Die Vibes sind amazing. Ich fühle mich super, super, super wach. Deswegen habe ich gesagt, ich fahre sogar. Dann fahren wir jetzt zu Bibi, wie ich meine Mutter liebevoll nenne. Und dann fahren wir sie ab und dann gehen wir zum Flughafen. Also ich denke, ich werde im Auto einfach komplett schlafen. Und hier eine ganz andere Welt beamen, deswegen sehen wir uns nicht mehr. Aber dann am Flughafen. Oh mein Gott, no. Ich habe gerade einfach so getan, als ob ich telefonieren würde. Ich wollte hier so die Businesswoman einfach sein. Auf jeden Fall sind wir am Flughafen angekommen. Wir haben mittlerweile 6 Uhr morgens. Ich bin komplett fertig, immer noch mit 2 Stunden geschlafen. Aber wir haben eingecheckt und jetzt gehen wir gleich in unseren Flieger. Und ich hoffe, ich kann da wenigstens ein bisschen schlafen. 2,5 Stunden. Aber ich bin excited. Flughäfen sind so bald. Ich bin Feli aus der Zukunft. Ich sitze gerade in Sardinien und ich habe das Video gerade fertig geschnitten und ich kann nicht mehr. Es ist mir so unangenehm, aber ihr müsst bitte im Laufe dieses Videos sehen, wie oft ich extrem sage. Ich weiß nicht, was mein Problem ist, ob das irgendwie mein neues Lieblingswort ist. Ich sage das eigentlich gar nicht so oft, aber in diesem Video, ich schätze mal, ich sage das über 20 Mal. Ihr dürft das jetzt sehen oder kommentiert es bitte. Versucht einfach es zu ignorieren. Das ist echt ein bisschen weird, aber whatever. Viel Spaß. Ich kann immer. Ich run hier gerade auf 4 Stunden Schlaf. Ich habe den kompletten Flug aber durchgepennt. Also sind sie ja 2 Stunden irgendwas geflogen. Ich bin mir einfach so sicher, dass ich alles in diesem Video doppelt sage. Aber für mich ist da immer so voll der Stundenabstand dazwischen, für euch einfach nur ein paar Sekunden. Aber wir sind jetzt hier auf Sardinien angekommen. Wir sind am Flughafen. Aber unsere Bekannten brauchen irgendwie noch 2,5 Stunden, bis sie uns holen, weil die kamen mit dem Auto hierher. Und deswegen ist unser nächstes Ziel das hier oben. Meine Bestellung. Seine Bestellung. Der Moment, in dem man aus dem Flughafen läuft, ist einfach der allerschönste. Ich könnte weinen. Es ist so warm hier und ich habe Palmen gesehen. Ich bin einfach nur, ich bin so happy. Jetzt fahren wir zum Hotel und dann kriegt ihr erstmal eine ganz dicke Roomtour. Hallo. Ein Zufall. Willkommen im Hause Vollmond. Das wurde uns zumindest gesagt, dass es so heißt. Ihr kriegt jetzt eine kleine Roomtour von unserem Zimmer oder unserem Abstellzimmer. Also ich muss eigentlich sagen, es ist eine extrem, extrem süße Pension. Aber manche Sachen sind so, okay, warum sind die hier? Und zwar einmal. Das hier über mir. Ich weiß nicht, ob sich das Hotel einfach dachte, komm, ein Zimmer, das machen wir zum Abstellzimmer. Aber es ist eigentlich wirklich, wie gesagt, sehr süß. Dann haben wir hier einen ganz, ganz, ganz großen Schrank. Den haben wir noch nicht eingeräumt. Wunderschön süße Tulpen. Das Bett würde mir extrem, extrem gut gefallen, wenn das vielleicht so ein bisschen weiß gefärbt wäre, also wenn man das weiß angemalt hätte, weil die Decke ist eigentlich auch weiß. Und dann geht es hier drüben weiter mit einem kleinen Fernseher. Was mich auch extrem fertig macht an dem Zimmer, ist das hier. Hier hängen halt einfach random Bilder von irgendwelchen Paaren, die offensichtlich nicht mein Freund und ich sind, aber die hängen hier einfach. Was mir aber extrem gut gefällt an diesem Zimmer ist das Badezimmer, weil das so richtig heimlich eingerichtet wurde, also fühlt man sich zu Hause. Es ist mittlerweile unser 3. Tag hier aus Sardinien und ich habe einfach gefühlt komplett vergessen, dass ich ein YouTube-Video drehen wollte. Ich dachte mir, ich will jetzt nicht so jeden Tag mit vloggen, weil das wird dann einfach gefühlt ein 40-Minuten-Vlog und das wollen wir jetzt eigentlich nicht. Und deswegen dachte ich mir, ich werde euch einfach so ein bisschen an ein paar Tagen mitnehmen. Zum Beispiel gehen wir bald Boot fahren. Da werde ich auch ein bisschen mit vloggen. Gestern waren wir aber auch in der Stadt essen und das war mega sweet und schön. Deswegen werde ich da heute mal ein bisschen mit filmen. Wir gehen zu einem Mexikaner, soweit ich weiß. Wir machen so ein bisschen Salsa Dance und da gehen wir jetzt mal hin. Ich bin gespannt. Ah, hier ist sogar noch ein ganz leichter Sonnenuntergang. Wisst ihr, was so nice ist? Ich bin hier und ich laufe überall mit meiner Kamera rum und keiner versteht mich einfach. Da unten sitzt jemand. Also sie versteht mich nicht, aber es ist trotzdem weird. Mach kurz einen Outfit-Check von mir. Halt mal. Das ist das Fit. Wunderschön. Nice.
Ich war ja erst vor ein paar Wochen in Italien und ihr wisst nicht, wie wohl ich mich immer in Italien fühle. Ich habe irgendwo mal gelesen bei so einem Instagram-Post, Widder fühlen sich besonders wohl in Italien. Und seitdem denke ich einfach, okay, Italien ist das einzig Wahre, deswegen, es gefällt mir hier so gut. So, jetzt fühle ich mich hier wieder italienische Touristenguide, aber hier haben wir wunderschöne Blumen, die gibt es an jeder Ecke in Italien. Das ist so absolut pretty. Ich habe schon so oft Bilder davor gemacht. Und Palmen. Ich kann nicht. Jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin und Palmen sehe, ich könnte so weinen. Das ist so wunderschön. Jetzt sind wir gerade am Hafen und eine weitere Sache, die mir hier aufgefallen ist, aber auch schon als ich an einem anderen Ort in Italien war, jeder hat hier Hunde. Aber die haben ja nicht irgendwie so große, aggressive Hunde, sondern so kleine. Die sind genau, falls ihr Bella kennt. Die sehen genau aus wie Bella und die sind so unfassbar sweet. Also jedes Mal, wenn ich einen Hund sehe, ich will eigentlich stehen bleiben und den komplett knuddeln, aber das mögen die meistens nicht. Aber die sind so süß. Der Hund ist schon ein bisschen größer, aber das ist genau das, was ich meine. Die sind einfach so unfassbar süß. Ich würde die alle einfach gerne mit nach Hause nehmen. Oh mein Gott. Hier ist unser Dinner for today. Wir sind irgendwie in so einer Bar, ist das eigentlich mehr. Und hier gab es so Nachos und das ist einfach mein Essen. Wirklich egal, wo ich hingehe, ich hole mir immer Pommes. Das hat der Brie sich geholt. Wir sind mittlerweile bei Tag 4 angekommen und wir sind gerade mitten auf dem Meer, irgendwo in der Fähre, weil wir gerade zu einem Hafen fahren, soweit ich das verstanden habe, weil wir irgendwie einen Tag ein Segelboot gemietet haben. Voll funny, extrem viele Leute haben bei mir die ganze Zeit kommentiert, dass ich unbedingt Fanta in Italien probieren soll, weil das anders schmecken soll als in Deutschland. Ich habe mir extra hier bei der Fähre Fanta gekauft und das schmeckt ganz, ganz anders, also schmeckt so voll nach Orangensaft, also als ob du so frisch gepressten Orangensaft trinkst, das ist voll crazy. Ich weiß gar nicht, wie lange wir fahren, aber ich denke, wir sind jetzt in 10 Minuten oder so da, dann geht's los. Wir sind auf dem Schiff angekommen und gerade einfach am wunderschönsten Strand, an dem ich in diesem ganzen Urlaub bisher war. Keine Ahnung, ich glaube, hier kann man sogar nur mit dem Schiff hinfahren. Das sind einfach so Felsen und die stehen dann halt so einzelne Schiffe. Aber das Wasser ist so schön, das ist komplett türkis. Wir sind hier mit einem, den das Boot gehört und der hat seinen Hund dabei und ich bin so in love. Ich bin mir nicht sicher, wie er heißt. Er hat irgendeinen italienischen Namen. Ich glaube, Quest heißt der. Heißt du Quest? Oder irgendwas mit F, aber ich glaube eigentlich, er ist Quest und der ist so unfassbar süß. Ich knuddel die ganze Zeit mit ihm und vor allem war er auch mit uns baden, aber der ist einfach so, der ist so ein Schatz. Und hier sind ganz viele Fische im Wasser und wir haben gerade Nudeln gegessen und wenn man die reinschmeißt, die gehen komplett ab. Also schaut mal, wie die gleich herspringen. So geil. So, Ladies, wir wissen, was es bedeutet. Es geht ab ins Wasser, sogar mit Hahn. Wir sind bei Tag 6 angekommen und wir sind gerade irgendwo im Nirgendwo, weil wir uns gerade auf dem Weg in das neue Hotel machen. Und jetzt haben wir irgendwo gehalten in so einem Fischerdorf. Ich habe nicht meine Ahnung, wie das heißt. Hier stehen überall Boote. Ich habe vorhin ein Instagram-Bild gepostet und ich bin hier rumgerannt in diesem Dorf, wie keine Ahnung was, weil hier einfach nirgends Internet ist. Also es sieht übel cool hier aus. Auch so ein bisschen älter alles, ne? Nicht so modern, das ist echt fancy, aber... Es war ein Kampf, sage ich, hier irgendwo Internet zu finden. Und wir waren gerade im Restaurant. Und da meinte die Dame, die hier arbeitet, dass es Babyhunde geben soll. Deswegen, wir gucken mal, wir machen uns hier auf die Suche. Vielleicht finden wir welche. Ich bin so obsessed mit diesen Tieren, die hier auf der Straße leben. Hunde, Katzen, ich nehme alles. Das ist, was ich meine, als ich gesagt habe, dass es nicht allzu modern hier ist. Ist ja komplett geil. Das sind sogar ein Platten. Also, wir steppen hier gerade durch die City, aber ich finde nirgends Hunde. Ich habe nicht mal einen normalen Hund gesehen und vor allem keine Babyhunde. Also, keine Ahnung, ob die uns irgendwie geprankt haben. Aber es sieht wirklich so crazy hier aus. Geil. Nach ewig langer Autofahrt sind wir in unserem neuen Hotelzimmer angekommen. Und ihr seht, das ist extrem, extrem fancy. Also es gibt hier irgendwie so blaue Lichter. Ich kann auch mal ganz kurz das normale Licht anmachen. Hier ist so eine Fernbedienung. Da kannst du auch das Tageslicht anmachen. Das ist halt wenn grausam. Sieht der aus. Aber das ist ein sehr interessantes Zimmer. Also ich habe das im Internet gesehen. Ich dachte erst, das ist super hässlich. Weil die hier irgendwie so Tapeten an die Wand geballert haben. Aber das ist so ein cooles Zimmer. Das ist mein absolutes Favorite bisher. Wir sind vorhin am Strand vorbeigefahren. Da werde ich euch morgen noch mal ein bisschen mitnehmen, weil der so wunderschön ist. Wirklich, ich dachte einfach, wir sind hier gerade auf den Malediven. Badespaß endet im grausamen Quallenbiss. Quallenstich, was auch immer. Wir waren da hinten baden mit meinem Freund gemeinsam. Und wir wurden so aufs Übelste von der Qualle attackiert. Oder wir sind irgendwie in eine reingeschwommen. Es war echt extrem ehrenlos, extrem boden. Los. Deswegen habe ich gar nicht so Lust, euch den Strand wirklich zu zeigen. Es war all in all ein 5 von 10. Der Tag war eine 5 von 10. Aber hier, ich bin extrem verletzt. Einmal an meinem Knie, das ist jetzt zum Glück schon abgeheilt. Und hier hinten irgendwo, da sieht man es noch ganz gut. Also es war echt grausam. Boah, das ist jetzt auch voll rot und lila geworden. Also es war echt grausam und ich habe sowas noch nie erlebt. Und das war immer meine allergrößte Angst, dass ich irgendwann von der Qualle attackiert werde. Also nicht so nice, aber sonst, ja, Strand wäre eigentlich ganz cool, aber es ist auch voll überfüllt. Deswegen, ich zeige euch einen anderen. Hi, lange nichts voneinander gehört. Wir sind in unserem dritten Hotel und das ist mit Abstand das Schönste, in dem wir waren. Wir haben ein Zimmer gebucht und da war eigentlich kein Balkon dabei. Wir haben den dicksten Balkon überhaupt. Eigentlich müssen wir uns teilen mit drei anderen Leuten, weil hier sind drei Zimmer. Also da ist ein Zimmer.
Und hier ist unser Zimmer und da ist halt noch ein Zimmer, aber es ist einfach nie jemand draußen, weil das ist nicht so. Deswegen gehört er einfach nur uns. Und hier unten mein persönliches Highlight, das ist unser erstes Hotel mit einem Pool. Da ist er, der ist so wunderschön. Da ist gerade auch niemand, weil wir 9 Uhr haben. Aber nachher ist er komplett überfüllt, aber der ist so wunderschön. Ich habe mich wieder super sweet und schade geschmissen und soll jetzt gleich in eine Stadt gehen. Und meine Mama hat mir erzählt, da sind alle super reich und da sind ganz viele Yachten und so weiter. Deswegen, ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Kann man so eine aussuchen? Ja, hallo, das ist genau das, was ich meine. Wir sind gerade mit der Tiefgarage angekommen, da steht danach das. Damn. Okay, jetzt haben wir hier unsere Auswahl, welche von den Yachten wir uns nehmen. Und es sind so viele, wirklich, das ist so krank. Die Leute hier sind so reich. Also hier auf der einen Seite sind die ganzen Yachten und auf der anderen Seite sind hier irgendwie 1000 Autos, die du dir anschauen kannst. Aber ein Range Rover, Lamborghini, das ist extrem crazy hier. Mein persönlicher Favorite, der Range Rover natürlich. So amazing. Also wenn ich mir eine aussuchen würde, dann würde ich die nehmen. Das ist einfach eine ganze Wohnung da drin. So crazy. Wir sind zurück aus der Stadt. Ich wollte gerade eigentlich schlafen gehen, aber ich muss euch noch was zeigen. Wir wurden gerade einfach aufs Übelste verarscht. Wir wollten in irgendein Restaurant gehen und wir haben so gesucht, wo wir hingehen können. Und irgendwie war halt einfach alles voll. Und dann sind wir in einem Restaurant gelandet und wir haben uns Nudeln bestellt für 24 Euro. Und ich schwör's euch, das war das Billigste auf der Karte und das haben wir bekommen. Das sieht nicht nur aus, als wären das so 4 Stück, sondern das waren nur 4 Tortellinis. Das haben wir jetzt reingeraten für 24 Euro. Also das hat mich wirklich komplett fertig gemacht. Also wir sind nochmal in eine Pizzeria gegangen und jetzt haben wir 0.30 Uhr. Wir müssen morgen um 7 Uhr aufstehen, weil wir aufs Meer gehen. Deswegen, wir sehen uns morgen wieder. Und gute Nacht, Kuss. Oh. Ladies, wir sind mittlerweile bei Tag 12 angekommen. Unser Urlaub ist leider fast vorbei. Und heute sind wir nochmal auf dem Meer unterwegs. Und zwar haben wir uns für einen der letzten Tage nochmal so ein Schlauchboot gemietet. So ein bisschen größeres. Ja, also das ist es eigentlich auch schon. Und ich zeige euch hier ein paar wunderschöne Orte, die wir damit noch bereisen. Wir waren den ganzen Tag schon unterwegs. Ich habe natürlich wieder vergessen, für YouTube mitzufilmen. Aber vielleicht sind wir nochmal... Oh, Digga, da guckt jemand aus dem Fenster. Aber vielleicht sind wir halt nochmal an Unwetter. Jetzt kann ich nicht mehr. Aber, was soll ich jetzt sagen? Aber wir sehen bestimmt nochmal. Wir sehen bestimmt nochmal schöne Stellen, die zeige ich. Kameramann hat Schluck auf. Aber wir sehen bestimmt noch mal irgendwelche tollen Stellen, die zeige ich euch da. Wir fahren gerade weg von der Insel, wo wir eben waren. Und hier sieht man mal, wie wunderschön das ist. Da sind mega viele Häuser, so voll im gleichen Stil gebaut. Also sehr, sehr pretty. Also so sieht das dann hier immer aus. Da sind super viele Leute, die halt hier mit ihren Booten irgendwie herkommen. Aber das Wasser ist halt so amazing und einfach komplett klar. Deswegen kommen hier so Menschenmassen her. Aber wenn man im Wasser ist, fällt das gar nicht so auf. Die Zeit ging wirklich so unglaublich schnell um. Also wir sind mittlerweile bei Tag 13 und morgen ist der Tag der Abreise. Also morgen schlafen wir nochmal in irgendeinem anderen Hotel am Flughafen, aber übermorgen fliegen wir dann schon nach Hause. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt hier den Cut und das ist auch gerade die Sequenz, die ihr am Anfang gesehen habt, als ihr zählen sollte, wie oft ich extrem gesagt habe. Ja, also ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ich habe noch nie so einen richtigen Vlog gemacht, deswegen, ich habe mir auch etwas schwer getan. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig geworden. Aber wenn ihr das mögt, kann ich das gerne öfter machen und folgt mir auf Instagram, folgt mir auf TikTok, um up to date über mein Leben zu sein. Und das war's. Love you.